Civil War. Ein Film über einen fiktiven Konflikt in den Vereinigten Staaten. Auf den Tag genau, 163 Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, startet Alex Garlands neuer Film in den USA. Die Bilder vom Sturm auf das Kapitol von 2021 sind noch präsent und wir sehen im Trailer, wie ein anderes amerikanisches Symbol gestürmt wird, das Lincoln Memorial. Dann startet Civil War auch noch ausgerechnet in einem Wahljahr in den USA, in dem die Fronten verhärtet sind. Doch beinhaltet Civil War wirklich so viel politischen Sprengstoff? Ist er so brisant, wie es das Marketing erscheinen lässt? Und steckt hinter dem Ganzen eine besondere Botschaft? Das alles erfahrt ihr heute in dieser Kritik hier auf Cinema Strikes Back. Die Vereinigten Staaten sind zerrissen. Ein Krieg tobt auf dem amerikanischen Kontinent. Mehrere Bundesstaaten wie Texas und Kalifornien haben sich zusammengeschlossen, um den Präsidenten zu stürzen. Das faschistische Staatsoberhaupt schwingt zwar noch optimistische Reden, doch scheint er kurz vor seiner Niederlage zu stehen. Vier Kriegsreporter machen sich deshalb von New York aus auf die Reise nach Washington DC. Ihr Ziel? Das erste Interview und Foto des Präsidenten seit vielen Monaten. Und wahrscheinlich auch das letzte. Doch dafür müssen die vier Journalisten erstmal durch ein heiß umkämpftes Kriegsgebiet. Alex Garland, der Regisseur und Drehbuchautor, bewegt sich mit Civil War tief in ein dystopisches Horrorszenario, das erschreckend aktuell wirkt. Mit seiner ersten Regiearbeit Ex Machina zeigte uns der Brite zum ersten Mal, dass er großartige, philosophisch angehauchte Sci-Fi spannend inszenieren kann. Vor seiner Filmkarriere schrieb Garland die Romanvorlage von The Beach mit Leonardo DiCaprio. Dieser Film sollte der Startpunkt für seine Kooperation mit einem anderen bekannten Briten werden, Danny Boyle. Für Boyles Filme Sunshine und 28 Days Later schrieb Garland die Drehbücher. Ebenfalls zwei großartige Filme meiner Meinung nach. Im kommenden 28 Years Later werden die beiden Briten wieder zusammenarbeiten. Mit Filmen wie Auslöschung und Serien wie Devs, die zu Unrecht unter dem Radar geflogen ist, bewies Garland Mal um Mal einer der interessantesten Filmemacher unserer Zeit zu sein. Der 53-Jährige hat ein Händchen für kreative und außergewöhnliche Stoffe. Sein letzter Film Men war meiner Meinung nach aber leider ein Griff ins Klo. Ich fand, die Message war so ein bisschen zu plump ausgearbeitet und nur streckenweise kam wirklich Spannung auf. Für Alex Garland ist Civil War die mittlerweile dritte Zusammenarbeit mit dem Produktionsstudio A24. Die haben in den letzten 10 Jahren verdammt viele kreative und außergewöhnliche Filme rausgebracht. Civil War ist der teuerste Film, den A24 bisher produziert hat. Je nach Quelle soll er entweder 50 oder 75 Millionen US-Dollar gekostet haben. Civil War ist im Prinzip wie ein klassisches Roadmovie aufgebaut. Die Story wird in Etappen erzählt, die in Form von Texteinblendungen à la 300 Meilen bis DC eingeführt werden. Die vier Journalisten werden im Laufe ihrer Reise immer wieder aufgehalten und wir bekommen den Wahnsinn des Krieges aus erster Hand serviert. In diesem Aspekt hat mich Civil War an Apocalypse Now erinnert. In dem Meisterwerk von Francis Ford Coppola hat eine Soldatentruppe die Aufgabe, einen desertierten Offizier zu finden und zu eliminieren. Der größenwahnsinnige Offizier hat sich sein eigenes kleines Königreich im Dschungel aufgebaut und wird von den Einheimischen wie ein Gott verehrt. Im Verlauf des Films tauchen wir nicht nur immer weiter in den tropischen Regenwald ein, sondern auch in eine absurde Parallelwelt, eine Welt des Wahnsinns. Und so ist es auch bei Civil War. Das Drehbuch erzählt weder eine 0815-Geschichte über eine tapfere Soldatentruppe, die sich durch die Schlachtfelder der USA durchkämpfen muss, noch eine ausführliche und globale Erklärung des Konflikts. Stattdessen durchleben wir den Bürgerkrieg durch die Kameras der Journalisten. Während Soldaten auf Soldaten feuern, schießen die Reporter Fotos, die immer wieder als Standbilder eingeblendet werden. Bilder, die uns als Zuschauer an die verschiedensten realen Konflikte erinnern. Diese Fotos beinhalten die ungeschönte Wahrheit über den Krieg. Die Welt von Civil War erinnert uns von Anfang an unsere eigene. So könnte eine mögliche Zukunft aussehen. Oder nicht? Schicht für Schicht trägt uns Garland diese Welt ab und entführt uns in sein raffiniertes Worldbuilding. Vieles wird nur beiläufig gezeigt oder erwähnt. Egal ob Newsbeiträge innerhalb der Handlung, Standbilder oder Schnittmontagen, Alex Garland hat viele Arten, uns dieses alternative Amerika näher zu bringen. Garland findet clevere Wege, uns diese Welt über Bilder und in seinen Figuren zu erklären, ohne die Dialoge zu überfrachten.
Über die komplette Laufzeit werden wir mit Informationshäppchen angefüttert, müssen uns den Rest aber selbst zusammenreimen. Ich bin ein großer Fan von solchem Worldbuilding, weil damit die eigene Fantasie angekurbelt wird und Raum für Interpretation entsteht. Civil War startet gegen Ende des Bürgerkriegs und lässt viele Fragen offen. Wie hat der Konflikt begonnen? Wie reagiert der Rest der Welt drauf? Was ist mit den Atomwaffen? Es ist ein großer Qualitätsbeweis, wenn man nach dem Film mehr über seine Welt erfahren will. Das macht für mich den größten Reiz von gutem Worldbuilding aus. Aber ist das Ganze denn spannend erzählt? Civil War kommt in den Trailern wie ein waschechter Actionfilm rüber. Im Hintergrund der Handlung schwelt natürlich immer die Bedrohung durch den Krieg selbst. Werden die Figuren die Reise durch das vom Krieg zerrissene Amerika und die Frontlinien überleben? Ganz alltägliche Dinge, wie zum Beispiel tanken, werden durch den Bürgerkrieg und das Misstrauen der Bevölkerung zu einem nervenzerreißenden Unterfangen. Zusätzlich erfahren wir am Anfang, selbst wenn die vier Journalisten es nach Washington schaffen, könnte am Ende ihrer Reise der Tod auf sie warten. Berichten zufolge wird die Presse in der Hauptstadt als Feind behandelt. Der Film ist von der allerersten Sekunde an spannend und ich hatte das ständige Gefühl, dass das nächste Unheil immer hinter der nächsten Ecke lauert. Und eins kann ich euch versprechen, die letzten 20 Minuten von Civil War gehören zu dem intensivsten, was ich seit langer, langer Zeit auf der Kinoleinwand gesehen habe. Civil War bietet aber keine Action am laufenden Band. Der Film jagt nicht von einem Action-Set-Piece zum nächsten. Zwischendurch nimmt sich Alex Garland die Zeit, um die vier wichtigsten Figuren vorzustellen und uns näher zu bringen. Aber klappt das auch? Die Hauptfigur Lee wird von Spider-Man-Star Kirsten Dunst gespielt. Sie ist ein alter Hase, eine abgebrühte und erfahrene Kriegsfotografin, die seit Jahrzehnten durch Konfliktzonen reist. Doch ihre Berufung hat auch Spuren hinterlassen. Die vielen schrecklichen Bilder, die sie sehen musste, haben sich tief in ihr Gedächtnis gebrannt. Lee ist eine traumatisierte Figur. Anfangs kann sie das noch verdrängen und wirkt tough und abgeklärt. Doch je näher sie ihrem Ziel kommt, desto zerbrechlicher wird sie. Ich fand es faszinierend, mich Schicht für Schicht zum Kern dieser Figur vorzugraben. Die Entwicklung ihres Schützlings Jesse verläuft komplett gegenteilig. Jesse wird gespielt von Kaylee Spaney, die zuletzt in Priscilla als Priscilla Presley überzeugen konnte. Zu Beginn ist Jesse noch jung und unerfahren. Sie will unbedingt Kriegsfotografin werden, so wie Lee, ihr großes Vorbild. Sie eifert ihr regelrecht nach. Jesse ist im Grunde eine jüngere Version von Lee, die sich der Welt erst noch beweisen muss. Lee ist anfangs komplett dagegen, Jesse mit auf die Reise zu nehmen. Sie braucht eine Weile, um aufzutauen, und zwischen den beiden Frauen entwickelt sich eine Art Mutter-Tochter-Beziehung. Erst ist Jesse eine ängstliche junge Frau, die in brenzligen Situationen in Schockstarre verharrt. Doch sie wird zu einer draufgängerischen Journalistin, die in einem hart umkämpften Gebiet grinsend nach dem einen großen Foto jagt. Wagner Moura, den wir vor allem als Pablo Escobar aus Narcos oder vielleicht auch aus Tropa de Elite kennen, spielt Joel, den Adrenalin-Junkie der Truppe. Für ihn ist der Krieg ein Abenteuer, ein Kick, ohne den er nicht mehr kann. Nur hier fühlt er sich lebendig. So wie Lee ist auch er tiefgehend traumatisiert. Komplettiert werden die vier Freunde von Sammy, der von Stephen McKinley Henderson verkörpert wird. Seine besten Jahre hat er schon hinter sich und wirklich mobil ist er auch nicht mehr. Ziemlich ungünstig in einem Kriegsgebiet. Sammy kann das aber mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung wettmachen. Ihn treibt dieses letzte große Abenteuer an. Bevor er zu alt wird, will er noch einmal bei einer großen Story mit dabei sein. Auch wenn die vier Kriegsreporter wie die Helden von Civil War wirken, agieren sie durchaus eigennützig. Eine wichtige Frage hat Jesse an Lee, ob Lee auch ein Foto von Jesse machen würde, falls sie während der Reise stirbt. Die Antwort könnt ihr euch selbst denken. Die vier setzen ihr Leben aufs Spiel, um diese eine Story, dieses überlebensgroße, alles beschreibende Foto zu erschaffen. Am Ende wird der ganze Krieg auf ein einzelnes Bild heruntergebrochen werden. Und wer dieses Bild fotografiert, wird zur Legende. Genau danach jagen die vier Journalisten. Sie sind wie Getriebene ihrer eigenen Leidenschaft. Die Figuren sind vielschichtig, sie haben ihre Ecken und Kanten. Aber das macht sie so interessant und deshalb wachsen sie einem ans Herz. Das macht Civil War umso spannender, weil wir nicht wollen, dass den vier Journalisten irgendetwas zustößt. Dass wir den Film aus der Sicht der Presse miterleben, hat übrigens auch einen guten Grund. Alex Garland sieht in den Angriffen gegenüber seriösen Journalisten eine der größten Gefahren unserer Zeit.
Als vierte Macht neben der Exekutive, der Judikative und der Legislative hat die Presse eine fundamentale Aufgabe. Es ist ein Film, der aus Wut entstanden ist, sagte Garland in einem Interview mit The Atlantic. Dem Guardian erzählte er, ich denke, seriöser Journalismus muss geschützt werden, weil er angegriffen wird. Deshalb wollte ich diese Menschen zu Helden machen, um sie in den Mittelpunkt zu stellen. Aber gibt es in Civil War so viel politischen Sprengstoff? White Supremacy, Terrorismus, Hyperinflation, Luftangriffe auf Zivilbevölkerung sind alles aktuelle und brisante Themen, die Alex Garland in seinem Film anschneidet. Im Promomaterial sehen wir ein Scharfschützennest in der Flamme der Freiheitsstatue. Ein Trailer zeigt, wie das Lincoln Memorial beschossen wird. Auf einem Poster seilt sich ein Soldat von einem Hubschrauber auf das Dach des Weißen Hauses ab. Die Symbolik ist also extrem provokant. Und dann kommt der Film auch noch ausgerechnet in einem Wahljahr raus. Hier erstmal ein kleiner Disclaimer. Ich kenne mich mit amerikanischer Politik nur oberflächlich aus. Trotzdem bekomme ich Dinge wie den Sturm auf das Kapitol mit, den Kulturkampf und den tiefen Graben, der sich durch die amerikanische Gesellschaft zieht. Demokraten gegen Republikaner, Liberals gegen Conservatives, Biden gegen Trump. Civil War wirkt wie ein politisches Minenfeld. Nach dem Film hatte ich aber das Gefühl, dass er gar nicht versucht, Öl ins Feuer zu gießen. Gerade weil es diesen absurden Ausgangspunkt gibt, dass sich ein traditionell republikanischer Bundesstaat wie Texas mit einem demokratischen Bundesstaat wie Kalifornien verbündet. Das wurde in den Kommentaren unter dem Trailer von vielen als unrealistisch belächelt. Garland entgegnete dem, dass diese unerwartete Allianz eine Herausforderung fürs Publikum sein soll, sich eine Zukunft vorzustellen, in der solche ungewöhnlichen Kombinationen erforderlich werden. Civil War versucht sich nicht auf irgendeine Seite zu schlagen. Meistens weiß man auch nicht, wer gerade gegen wen kämpft, wenn man da auf die Leinwand guckt. Es gibt kein Gut oder Böse. Der Film bleibt bei den Ursachen des Krieges und der politischen Lage ziemlich vage. Die Western Forces, also Kalifornien und Texas, und die Florida Alliance kämpfen unabhängig voneinander gegen den Präsidenten mit seinen loyalen Staaten. Wir wissen nicht, wie sich die Fraktionen gebildet haben, wie lange der Krieg schon tobt und wie viele Opfer er gefordert hat. Civil War versucht, einen verheerenden Bürgerkrieg realistisch darzustellen. Darin sind alle Verlierer. Es geht um die Brutalität und die Entmenschlichung in Kriegszeiten. Alex Garlands Intention war es tatsächlich, eine altmodische Form des Journalismus zu zeigen, der Vorurteile auslässt. Denn auf den Bildern sehen wir nie Freund oder Feind, sondern immer nur Menschen. Keine Seite wird als das alleinige Böse angeprangert. Vielmehr wird eine unaufhaltsame Spirale der Gewalt gezeichnet. Das zeigt schon eine brutale Szene, in der zwei Scharfschützen einen Mann zu töten versuchen und den Journalisten antworten, dass sie zu keiner Seite gehören, sondern nur aus Selbstschutz agieren. Was man aber argumentieren könnte, ist, dass Civil War sich gegen den Faschismus stellt. Da ist schließlich ein Präsident im Amt, der die Presse verfolgt, die Zivilbevölkerung bombardiert und seine dritte Amtszeit im Weißen Haus aussitzt. Und genau hier steckt für mich die besondere Botschaft des Films. Civil War ist ein dicht inszenierter, spannender Action-Thriller. Die Reise der vier Journalisten in den Wahnsinn des Krieges ist brutal, realistisch und nichts für schwache Nerven. Die Gewalt ist abschreckend und wird nie glorifiziert. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass der Film bei der Fülle an brisanten Themen so neutral bleibt und keine Seite als dämonisch hinstellt. Die vier Hauptfiguren wachsen uns schnell ans Herz und wir fiebern mit ihnen mit, weil wir sie durch ein Schreckensszenario begleiten. Wir dürfen dabei ihre inneren Dämonen kennenlernen. Die Kameraarbeit von Rob Hardy ist typisch für die Filme von Alex Garland auf allerhöchstem Niveau und der Sound ist mitreißend und voller Kontraste. Brachiale Explosionen und Kugelhagel wechseln sich mit kompletter Stille ab. Civil War ist eine durch und durch intensive Erfahrung, die euch in die Kinosessel drücken wird. Deshalb möchte ich dem Film 9 von 10 Punkten geben. Meine Empfehlung, guckt euch Civil War am besten im Kino an. Laut eigenen Aussagen soll das der letzte Film von Alex Garland auf dem Regiestuhl sein, zumindest in nächster Zeit. Der Brite will sich wieder mehr auf das Drehbuchschreiben konzentrieren. Ich bleibe weiterhin ein großer Fan von Garland und bin gespannt, was er uns als nächstes auf die Leinwand zaubern wird. Ihr solltet jetzt noch weitere Videos anschauen, zum Beispiel vom Funkkanal Crisis hinter der Front. Die haben ein Video über den Kriegsjournalismus in der Ukraine gemacht.
Oder schaut Xenias hervorragendes Special über The Zone of Interest und die Banalität des Bösen an. Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Jonas.